Referee is Mr. Giustino Diono Di Giovanni. Hafenbasti ist in the house, wie man so schön sagen sollte. Die Halle, man merkt es, hat nochmal an Fahrt aufgenommen, was die Stimmung betrifft, denn jetzt steht der Hauptkampf an und hier steht Hamburgs Topboxer Sebastian Vommeler im Ring. Es geht hier dabei um den WBO Global Title. Fragen Sie mich nicht, was das zu bedeuten hat. Es ist ein neu eingeführter Titel der WBO. Da haben die ja so ein Faible für. Und Sie hören schon die Stimmung. Das wird uns noch eine Weile begleiten. Vommeler, einer der beliebtesten Boxer. Vor allem im Norden. Immer wieder bringt er zahlreiche Fans mit. Ja, er boxt hier im Weltergewicht bis 66,678 Kilo. Vommeler ist ja eigentlich WBO-Europameister. Eine Gewichtsklasse weiter oben, 69 Kilo. Aber man testet jetzt von Seiten von EC Boxing aus, was man mit dem Gewicht machen kann. Ob er vielleicht dauerhaft im Weltergewicht bleibt. Es gibt ja nämlich dort auch viele interessante Kämpfe. Egal ob jetzt im Innen- oder Ausland. Und man möchte sich da scheinbar die Option offen halten. Ja, ich hatte es angesprochen, der Name Hafenbasti kommt nicht von ungefähr. Vommeler ist bekanntermaßen auch noch arbeitstätig unterwegs neben dem Boxen. Ist im Hamburger Hafen unterwegs. Musste auch in den letzten Wochen noch hier und da arbeiten, zumindest an den Wochenenden. Hatte aber nach seinem letzten Kampf gegen Elias Issaouidi laut eigener Aussage über 100 Überstunden draufgepackt. Das hat er im Interview mit Boxen 1 so kundgetan. Aber scheinbar war das keine große Belastung für ihn, auch noch hier und da zu arbeiten. Wenn man ihn so beobachtet in den Tagen, auch davor im Kampf, es ist als wenn alles leicht wäre für ihn. Er zu keiner Zeit irgendwie große Anspannung hat. Aber wenn er jetzt im Ring steht, dann sieht man an, er ist top fokussiert. Auf der anderen Seite Betuel Ushona, der Mann aus Namibia. 36 Jahre alt ist er bereits, ein relativ unangenehmer Gegner. Auch wenn er jetzt ein bisschen mehr den Weg nach vorne antritt, ist er oftmals auch im Rückwärtsgang unterwegs, versucht da so schnelle Hände rauszuschießen und dann die Flucht anzutreten. Auch hier lange Führhand, da muss Vommeler sich erstmal anpassen. Die erste Runde hier erstmal ein wenig zum Anpassen. We're at the end of the first round. One second out for the second round. Jetzt nach dem Abtasten könnte es vielleicht etwas rasanter zugehen. Aber man darf sich hier schon ein etwas taktischeren Kampf versprechen als
wir eben gesehen haben in der, im Halbschwergewicht im WM-Kampf zwischen Karo Murat und Sven Vornling. Schoner kommt den mal gut durch mit so einer überfallartigen rechten Hand. Davor hatte von Meller selbst ja auch gewarnt, dass er darauf aufpassen muss. Sein Trainerteam hat sich relativ intensiv mit dem Namibianer auseinandergesetzt, hat versucht, vor allem auch in der Pratzenarbeit, den Afrikaner zu simulieren. Aber es ist ja nochmal eine andere Sache, wenn du den Mann 1:1 dann auch im Ring hast. Selbst wenn du zum Beispiel auch zusätzlich noch Sparringspartner dabei hast, die Ushona in gewisser Weise ähneln. Die Führhand von Formella kam jetzt erstmal ganz gut durch. Er darf sich halt nicht auf den Namibianer im Infight einlassen. Er muss die Führhand bringen, die rechte Time und dann am besten wieder rausgehen. Und genau diese Aktionen sind es. Er ist im Hintergrund, er ist in der Rückwärtsbewegung und schlägt dann ansatzlos mit der rechten. Aber Formella war da ein Schritt zu schnell wieder hinten und konnte so den Schlag vermeiden. Kam auch mal ein Versuch von einem Aufwärtshaken. Der Afrikaner wird hier und da etwas wild mit seinen Springern. Gute Treffer in der Halbdistanz mit dem linken Haken. Genau so muss es eigentlich gehen. Die Führhand und dann nicht reinfallen in den Gegner, sondern draußen bleiben. Dann kann man den Kampf auch kontrollieren. We're at the end of the second round. Out for the third round. Wir können das am Ende der Runde noch mal ganz gut sehen. An den Seilen hat Formella da einen guten Treffer landen können, indem er das Gewicht geschickt verlagert hat und sozusagen dadurch nach einer bereits abgefeuerten Hand noch eine weitere hinterher zu schießen. Spricht für eine solide Beinarbeit des Hamburgers. Ja, im Prinzip ist die einzige Chance Ushonas hier mit diesen überfallartigen Attacken durchzukommen. Und natürlich auch, er hat relativ lange Arme. Da saß auch mal der Führhand ganz gut. Da muss Formella diszipliniert bleiben. Durch die Deckung, hat aber nicht voll getroffen. Es schien fast, als wäre diese Hand an den Hals des Afrikaners gegangen. Oh, ein linker Haken. Hat der Wirkung hinterlassen. Der saß gefährlich nah an der Schläfengegend. Und sowas kann natürlich dann mal
das Gleichgewicht durcheinander bringen. Aber scheinbar hat sich Ushona ganz gut erholt. Meller mal Ushona eingekreist. Bringt ein paar gute Hände auch zum Körper. Er darf sich aber, wie gesagt, nicht auf eine Schlacht einlassen. Weil da behält der Namibianer im Zweifel vielleicht den Vorteil, dadurch, dass er halt auch relativ unorthodox ist. Formeller mit einigen Aktionen an den Seilen und geht dann den Schritt raus. Das dürfte so ungefähr der Plan sein für Hafenbasti. One second time for round four. Ja, nachdem Formeller sich in der ersten Runde seinen Gegner ein bisschen ausgucken musste, hat er in den letzten zwei Runden etwas mehr die Kontrolle übernehmen können und bringt jetzt auch mal einen schönen linken Haken als Konter. Scheint langsam sein Timing auch zu finden für die Hände, liest die Aktion des Gegners und kann dann eigene Aktion an den Mann bringen. Braucht natürlich ein gutes Feingefühl und ein gutes Auge auch, um diesen Schlägen dann auszuweichen, um dann nicht doch eine Zehntelsekunde dann zu spät zurückzugehen, um den dann so eine Hand ans Kinn zu nehmen. Und wenn es so weiterläuft, hat Formeller im Prinzip alles unter Kontrolle. Ich hatte es ja angesprochen, Weltergewicht, Supergewichtsklassen, zwei Gewichtsklassen, wo Formeller jeweils schon unterwegs war, heute im Weltergewicht. Es gibt natürlich viele interessante Optionen, was die Zukunft vielleicht einbetrifft. In Deutschland hätten wir hier im Weltergewicht natürlich auch jemanden wie Dennis Ilbay, der ja schon mal mit Bichel Ushona im Ring stand, 2016, damals sogar in Namibia und dort nach Punkten gewann. Es ist also ein Stück weit auch ein Quervergleich zwischen Formeller und Dennis Ilbay. Ilbay galt ja als einer der möglichen Gegner für den Kampf. Heute Abend, der Kampf kam dann nicht zustande. Formeller stattdessen halt gegen den Afrikaner Ushona. Hat eben ihn schön in den Ringseilen gefangen, konnte da Aktion bringen. Und ja, man sieht es.
mehr als Verzweiflungstaten kommen da eigentlich nicht. Also, da gibt es natürlich ja noch viele weitere Optionen. Auch im Superweltergewicht haben wir natürlich einen Mann mit Abbas Barau, auf den viele momentan gucken. Wäre vielleicht auch eine Option für die Zukunft. Aber das erklärte Ziel ist ja, dass man im nächsten Jahr um eine Weltmeisterschaft boxen möchte. Vielleicht ist das hier der letzte Kampf vor so einem Vorhaben. We're at the end of round four. Eine mögliche WM angesprochen von Sebastian Formella oder für Sebastian Formella. Er ist aktuell auf Platz 8 der WBO gerankt im weltweiten Ranking. Dies allerdings im Superweltergewicht. Dort ist aktuell der Mexikaner Jaime Munguia der Weltmeister. 21 Jahre alt, ein hochgefährlicher Mann. Ihn hat Formella kürzlich bei der WBO Convention in Panama kennengelernt. Also sie haben sich da schon mal ausgetauscht und er sagt über den Mexikaner, das ist aber ein ganz schön großer Typ. Also ein Mann weit über 1,80, also nicht so leicht zu boxen. Das heißt, vielleicht wird sich Formella langfristig auch eher in Richtung Weltergewicht bewegen. Mit einem Sieg heute und dem Erringen dieses neuen Titels könnte er auch in der dortigen Gewichtsklasse im Ranking auftauchen. Und dann kann es manchmal ganz schnell gehen, wenn zwei oder drei Leute ausfallen, nicht antreten wollen zu einem WM-Kampf. Dann klingelt manchmal das Telefon und man ist über Nacht Pflichtherausforderer. Das wäre in dem Fall dann im Weltergewicht von Terence Crawford, zweifelsohne einen der besten Boxer der Welt. Soweit, was die Qualität betrifft, sind wir hier heute nicht, aber nichtsdestotrotz eine solide Leistung bis dato von Formella. Es sieht natürlich spektakulär aus, wenn er da so wild reinballert die Fäuste, aber Formella ist da noch einen Schritt raus. Es wird jetzt aber ein bisschen ruppiger, ein bisschen. Es gibt mehr Klammereien. Ist natürlich auch ein intensiver Stil, den die beiden boxen. Viel Speed. Es wird also sich zeigen, wie das in den nächsten Runden noch weitergeht und ob der ein oder andere vielleicht entscheidend abbauen kann oder abbauen wird und ob der andere dann Kapital draus schlägt, das wird sich dann zeigen. Formella muss sich auf jeden Fall wieder auf die Führhand verlassen und nicht zu sehr reinsteigen mit den Händen, weil Ushona rollt die Schläge momentan ganz gut ab und lässt die Hände ins Leere laufen. Noch mal ein paar klare Treffer für Formella am Ende der Runde.
1 second out for round six. Ja, die letzte Runde etwas enger. Jetzt sind wir in der sechsten angekommen, also kommt zum Schluss der ersten Halbzeit, wenn man so will. Etwas weniger Aktivität zu Beginn dieser Runde, kommt jetzt auch mal mit einer Hand durch, versucht auch mal mit der Führhand einen Aufwärtshaken durch die Deckung zu schlagen. Darf sich jetzt nicht auf ein Infight-Geplänkel einlassen. Da will der Namibianer ihn nämlich haben. Auch wenn natürlich die Schlagkraft von Ushona etwas zu wünschen übrig lässt. In über 40 Kämpfen gerade mal 9 K.O.s. Was clever, wenn man so sagen möchte, von Formella mit der einen Hand den Kopf des Gegners kontrolliert und dann mit der anderen geschlagen. Ist natürlich nicht ganz so sauber. Und schon damit ein paar guten Körpertreffern. Aber es muss natürlich mehr kommen, um hier auch dann mal so eine Runde auch zu gewinnen. Oh, schöne Kombination. Rechter Haken und dann mit der Führhand den Aufwärtshaken nachgezogen. Genau das wollen die Zuschauer hier in der Hamburger Sporthalle sehen. Die vielen Fans von Hafenbasti. Da kam Muschino mit der rechten ansatzlos mal rein. War durchaus im Ziel, wenn auch nicht allzu stark. Und da trifft er Formella. Etwas Hektik am Ende von Runde 6. Seconds out for round seven. Grundsätzlich ist Formella in der ersten Hälfte der bessere Mann gewesen, aber er macht sich das Leben manchmal etwas schwer, dadurch, dass er sich ein bisschen auf diesen Stil von Ushona einlässt. Und sich dann hier und da den einen oder anderen unnötigen Treffer fängt. Der ist natürlich nicht darauf aus, wirklich harte Treffer unterzubringen, sondern der möchte das so unangenehm wie möglich machen und dann mit kleinen Händen zu punkten und eventuell dann halt
die Runden entsprechend eng zu halten. Das heißt, Formella muss auf der Hut sein. Konditionell wird man sich auf die komplette Distanz eingestellt haben. Wie gesagt, Dennis Ilbay ist auch mit diesem Mann über die Distanz gegangen. Rico Müller aus Deutschland ganz genauso. Also ist es nicht jemand, den man ganz so einfach stoppt. Der kann was vertragen und vor allem ist er nicht so schwer zu treffen. Man sieht es, viele Hände gleiten dann noch an den Handschuhen des Afrikaners ab. Da muss man dann vielleicht irgendwann im Kampf auch realisieren, dass man den Knockout nicht erzielen kann und dementsprechend dann taktisch clever boxt und dann zur Not halt auch über die Punkte siegreich ist. Ein probates Mittel wäre natürlich, wie wir eben im Ansatz gesehen haben, wenn Oshona reinkommt, kurzen Schritt zurück und dann dieser linke Haken, mit dem konnte Formella das eine oder andere Mal gut treffen. Hier wieder auch ein linker Haken. Der saß gut im Ziel. Aber ganz so einfach fallen wird Oshona scheinbar nicht. Jetzt einige stärkere Treffer. Formella muss aufpassen, dass er hier nicht den Konter fängt. Das hat er nämlich hier auch getan. Das war noch mal ein turbulentes Ende der letzten Runde. Da muss natürlich Sebastian Formella aufpassen, diese Rechte als Konter, die saß. Und hier kommt auch mal ein linker Haken von Oshona. Ja, Sebastian Formella ist ja bereits 31 Jahre alt, auch wenn man ihm das nicht wirklich ansieht. Ist natürlich auch ein Alter, in dem man jetzt langsam auch diese Kämpfe machen muss, diese großen. Und dafür muss er natürlich an einem Mann wie Betuel Oshona zweifelsohne vorbei. Ganz so leicht macht es ihm dieser aber nicht. Das mangelt derzeit noch ein bisschen Präzision bei Formella. Eine rechte erwischte Oshona so halb. Aber noch die ganz klaren
Treffer, die kommen, wenn dann vereinzelt. Jetzt mal der linke Haken wieder drin als Konter. Die Unterstützung der Fans. Der ist er sich gewiss. Versucht auch mal in die Aktion von Ushona hereinzuschlagen. Also im gleichen Moment, wenn der seine Faust loslässt, wieder. Das kann klappen, das kann aber auch dann schief gehen, wenn der Gegner ein besseres Timing hat. Jetzt hat er ihn gut getroffen, aber Ushona nicht wirklich angeschlagen, sondern eher aus der Balance. We're at the end of round 8. Seconds out for round 9. Ja, wir nähern uns langsam dem hinteren Teil dieses Kampfes, oder besser gesagt, wir sind im hinteren Teil dieses Kampfes. Runde 9. Bis dato dürfte Sebastian Formella in Führung liegen. Muss aber hier auch die letzten Runden noch konzentriert zu Ende bringen, damit er vielleicht doch noch eine bitterböse Überraschung zu erleben hat. Vor allem so kurz vor Weihnachten wäre das ja besonders ärgerlich. Versucht ja zum Körper. Weil natürlich die Hose vom Afrikaner schon sehr weit hochgezogen ist. Das ist nicht so wahnsinnig viel Trefferfläche, die da besteht für Sebastian Formella. Die saß aber mal sehr schön. Zum Körper, da war mal eine linke kleine von Ushona drin, aber nichts Wildes. Ja, Formella versucht jetzt vermehrt, jetzt mit dem rechten Haken, mit der rechten zum Körper zu gehen. Dann im Anschluss mal den Aufwärtshaken hochzuziehen. Bei von Ushona kommt aktuell nicht so wahnsinnig viel. Dem werden diese Körpertreffer auch nicht so gut geschmeckt haben. Und sein Stil ist ja auch sehr aufwendig, diese ständigen Bewegungen. Und deshalb nun auch schon 36 Jahre alt. Das ist ja für einen Weltergewichter schon fast ein biblisches Alter, wenn man mal die Mayweathers und Pacquiao aus dieser Welt außen vor lässt. Ahoi, Thomas,
wieder mit dem linken Haken durch, dann die rechte oben drüber. Gute Runde für Sebastian Formella. Gehen wir in die letzten drei Runden dieses Gefechts. Ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Kampf, den wir zuvor gesehen haben. Zwischen Karo Murat und Sven Vornling, wo es ja wirklich hochdramatisch zuging und wo am laufenden Band klare Treffer erzielt wurden. Hier geht es etwas taktischer zu. Aber nichtsdestotrotz Formella hier mit guten Aktionen. Wenn er allerdings im nächsten Jahr tatsächlich um eine WM boxen möchte, dann muss natürlich eine Steigerung her. Und wird aber auch auf Gegner treffen, die noch eher dafür angereist sind, um auch tatsächlich zu gewinnen. Jetzt ist er schon ein bisschen ausgerutscht da an der Bande. Aber nichts passiert. Zwei lockere Hände eben vom Formella an die Deckung und dann den rechten Haken seitlich dann an der Deckung zum Kopf durchgebracht. Gute Aktion. Ja, man sieht, der Hamburger hat durchaus Variantenreichtum in seinen Aktionen. Das ist nicht nur 1-2, sondern da sind auch, wenn man genauer hinguckt, die ein oder andere Aktion dabei, die etwas komplexer erscheint. Versucht jetzt ein bisschen wild und da kommt der Link, die Linke von Ushona. Ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, wenn man da so versucht, die Hand nur mit dem Kopf auszupendeln, indem man zurückgeht. Da fasse ich natürlich gegen einen stärkeren Gegner nicht so oft erlauben, wenn überhaupt, weil dann kann es bestraft werden. Mittlerweile kann man erwarten, dass dieser Kampf dann wohl tatsächlich über die Runden gehen wird. World seconds out for round 11.
Stimmung kommt nochmal auf. Die sogenannten Championship Rounds sind jetzt angebrochen. Nochmal 6 Minuten Vollgas geben. Sich aber gleichzeitig natürlich nichts mehr einfangen, was eventuell gefährlich werden könnte. Es ist natürlich nicht das erwartete oder vielleicht erhoffte Feuerwerk für Sebastian Formella. Dafür war es dann aber auch nicht der richtige Gegner. Denn dieser Ushona ist schon ein, ja, wie soll man sagen, ein Stinker, wie man im Boxfachjargon so öfter mal sagt. Also jemand, der durch seine unorthodoxen Bewegungen versucht, den Kampf, ja, zum Erliegen zu bringen. Also wenig eigene Aktionen bringt, sondern eher darauf hofft, vielleicht mit einer Aktion durchzukommen oder vielleicht auch einfach nur erhofft, über die Runden zu kommen, um sozusagen sich dann für weitere Zahltage zu empfehlen. Ja, es wird jetzt hier schon etwas unkonzentrierter und ein bisschen wilder. Man sieht auch bei Frau Meller, dass die Schläge nicht mehr allzu präzise und auch mit Wucht kommen. Jetzt hat er mal ein paar Hände genommen. Im Prinzip muss ja das Motto für Ushona jetzt sein, eigentlich nochmal alles in den K.O. zu setzen, aber jetzt kommt Formella. Einige Hände an den Ringseilen und die Führhand hinterher. Die rechte. Der entscheidende Schlag mag ihm nicht zurecht gelingen. Dem guten Sebastian Formella, mit dem er vielleicht nochmal in Richtung K.O. gehen könnte. Finale bei Night of Champions in der Sporthalle Hamburg. Vielleicht sollte ich es nochmal erwähnen, dass die Damen, die Sie eben gesehen haben, Sarah Joel und Michaela Schäfer waren. Für die, die sich diese Frage während dieser Übertragung gestellt haben, die waren heute als Nummern Girls aktiv. Ushona versucht es natürlich nochmal mit der einen oder anderen wilden Aktion, wie es von ihm gewohnt ist, wie wir es in den vorigen Runden auch schon so gesehen haben. Und da geht der ein oder andere Schlag schon gefährlich nah am Kopf von Sebastian Formella vorbei.
Es scheint aber nicht so, als wenn es hier noch eine Trendwende geben könnte. Mal linke zum Körper. Und die rechte gut drin. Nachdem Ushona seine Führhand hat fallen lassen und sich in Formella hineinbewegt hat. Jetzt ist die rechte drin. Nochmal. Formella. Auch in dieser Runde mit den besseren Treffern und jetzt nochmal mit der schönen rechten, aber er kann den Namibianer auch nicht wirklich anklingeln oder wehtun. Der hat ein solides Kinn. Deswegen ist er wahrscheinlich auch im Alter von 36 noch aktiv und bestreitet Kämpfe gegen gute europäische Boxer wie Sebastian Formella. Formella nochmal mit Treffern. Er möchte natürlich nochmal hier ein Ausrufezeichen setzen zum Schluss. Aber muss natürlich aufpassen, dass er sich jetzt nicht nochmal eine fängt. Und da ist was passiert. Der linke Haken von Ushona drin. Steht und trifft er nochmal den Hinterkopf und nimmt eine. Das war's. Ja, das waren 12 durchaus intensive Runden. Also, das waren 36 Minuten harte Arbeit für Sebastian Formella. Er hat sich sein Weihnachtsfest redlich verdient. Genauso natürlich auch Virtuell Ushona. Aber wer kann auch das Weihnachtsgeschenk mitnehmen? Den Punktsieg hier bei der Fight Night of Champions bei Hamburg 1. Ja, man hört es nochmal, Riesenunterstützung. Das war zu erwarten. Das war ja schon in seinen letzten beiden Kämpfen vor allem zu sehen gegen Angelo Frank und dann gegen Elias Issaoudi. Vielleicht auch eine Chance für den deutschen Boxsport, wenn man so Boxer hat, die so viele Menschen anziehen und so für Begeisterung sorgen, wenn die auch die entsprechende Unterstützung bekommen. Das bringt den deutschen Boxsport nach vorne.